Ich darf heute hier im Bayerischen Landtag den Präsidenten des Europäischen Rechnungshofes, Klaus Hennelini, begrüßen und habe ganz kurz drei Fragen nachgefragt an ihn. Herr Präsident, ganz kurz die Rolle des Europäischen Rechnungshofes. Was macht der Europäische Rechnungshof? Der Europäische Rechnungshof macht das, was alle Rechnungshöfe auf der Welt machen. Er ist der externe Prüfer. Das heißt, er muss im Wesentlichen zwei Dinge machen. Er muss einmal im Jahr eine sogenannte Zuverlässigkeitserklärung abgeben. Man muss sich also die gesamte Haushaltsausführung durch die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten anschauen und auf der Basis ein Urteil aussprechen. Ob nun das in Ordnung war, relativ in Ordnung war oder gar nicht in Ordnung war, das ist dann die Grundlage dafür, dass Parlament und Ministerrat ein Entlastungsverfahren durchführen können. Im Grunde wie bei jedem Unternehmen, wo auch Wirtschaftsprüfer prüfen und dann hinterher ein Entlastungsverfahren zugunsten des Vorstandes durchgeführt werden muss. Das Zweite, was wir machen, wir schauen uns natürlich auch konkrete Projekte an. Da geht es dann weniger um die Frage, ob das jetzt eigentlich rechnerisch und rechtlich alles richtig gelaufen ist, sondern da geht es dann mehr um die Frage, sind eigentlich diese Projekte so ausgeführt worden, dass sie auch Sinn machen, dass sie also effizient sind, dass sie wirtschaftlich sind. Also platt gesagt, ist das Betongold, was da mit europäischem Gold geschaffen und mit europäischem Geld geschaffen worden ist, oder ist das eine sinnvolle Investition? Eine Brücke, eine Straße, ein Flughafenterminal oder was auch immer. Und das sind eigentlich unsere beiden Hauptaufgaben. Jetzt sind Sie seit 2016 Präsident des Europäischen Rechnungshofes. Wie wird man denn Präsident des Europäischen Rechnungshofes? Also zunächst einmal muss man Mitglied des Rechnungshofes werden. Mhm. Das heißt, es muss einem die eigene Regierung von den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorschlagen. Da muss man sich einem Anhörungsverfahren im Europäischen Parlament stellen. Das ist so ähnlich wie bei den Kommissaren, wobei die Mitglieder des Rechnungshofes vom Rechnungsprüfungsausschuss befragt werden. Das Plenum muss dann insgesamt über den Kandidaten abstimmen. Danach geht es in den Ministerrat und der entscheidet dann endgültig. Und wenn man dann zu den 28 gehört, kann man sich alle drei Jahre, das ist die Periode, in der der Präsident jeweils neu gewählt wird, dann als Präsident bewerben und man muss dann halt von den Kollegen gewählt werden. Und Sie wurden gewählt. Sehr schön. Ich wurde 2016 das erste Mal gewählt. Was sind denn die größten Herausforderungen, vor denen der Rechnungshof jetzt im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren steht? Also aus meiner Sicht sind es zwei. Zum einen haben wir in den zurückliegenden Jahren gewaltige Fortschritte erreicht im Hinblick auf die Qualität des Finanzmanagements der Europäischen Union. In den 90er Jahren war das, das darf man offen sagen, teilweise katastrophal schlecht. Mhm. Wir haben in zweistelligen Prozentgrößenordnungen Fehlerquoten in den wichtigsten Ausgabensektoren feststellen müssen. Und Sie wissen, am Ende kumulierte das im Rücktritt der Kommission von Jacques Santer 1999 wegen schlechtem Finanzmanagement. Seitdem hat sich die Situation in der Europäischen Union sehr zum Positiven verändert. Also wir haben heute niedrige, einstellige Prozentzahlen und sind ganz hart an der Grenze der sogenannten Materialität, wo wir sagen, da ist es eigentlich nicht mehr relevant. Mhm. Und deswegen versuchen wir jetzt den Schwerpunkt zu verschieben, mehr von diesen Compliance-Prüfungen hin zu sogenannten Performance-Prüfungen, also Wirtschaftlichkeits- und Effizienzprüfungen, bei denen wir dann am Ende eben feststellen, ob die Umsetzung der EU-Programme auch erfolgreich war. Es geht also weniger um die Frage, ist das Geld korrekt ausgegeben, als mehr um die Frage, ist es sinnvoll ausgegeben. Mhm. Und das ist auch das, was das Parlament von uns erwartet, dass wir mehr Informationen hierzu liefern. Das Zweite ist, dass wir versuchen, den Rechnungshof zukunftssicher zu machen. Was heißt das? Die Herausforderungen verändern sich in immer schnellerem Maße. Vor drei Jahren wären wir nicht in der Lage gewesen, ein Audit zum Thema Cybersecurity zu machen. Sowas muss man antizipieren, vorausschauen können und sich dann darauf einstellen, dass man die richtigen Leute hat und die richtigen Befähigungen hat, um auch zu solchen zukunftsrelevanten Themen in Zukunft Audits machen zu können. Und das, sage ich mal, sind die beiden zentralen Herausforderungen, denen der Hof ausgesetzt ist. Vielen Dank, Herr Lindner. Thank you.